Hier eine Extremwertaufgabe. Welche Konservendose mit angegebenem Volumen hat die kleinste Außenfläche? Wir werden die Konservendose modellieren durch einen Zylinder und der Rauminhalt des Zylinders wird angegeben. Der ist also konstant. Was hier variieren kann, das ist der Radius von dem Zylinder und die Höhe wird dementsprechend mitverändert, da der Rauminhalt des Zylinders ja angegeben ist. Und die Frage lautet, wie sollen wir den Radius x sowie die Höhe h einstellen, so dass bei angegebenem Rauminhalt die Außenfläche von dem Zylinder minimal wird. Das ist unsere Aufgabe. Da wir von dieser Außenfläche ein Minimum suchen, werden wir diese Außenfläche zuerst einmal mit den zwei Variablen x und h ausdrücken. Wir sehen hier in dieser Abbildung, dass die Außenfläche des Zylinders nichts anderes ist als zwei Kreisflächen und ein Rechteck. Die Außenfläche des Zylinders wird also berechnet anhand dieser zwei Variablen x und h, und zwar durch Boden Px² plus Deckel Px², also 2 mal Px², plus diese Seitenfläche. Und die Seitenfläche von einem Zylinder ist nichts anderes als ein Rechteck, dessen Breite hier h ist und dessen Länge genau diesem Kreisumfang entspricht, also 2 Px. Der Flächeninhalt von dem Rechteck ist also 2 Px mal h. Und somit haben wir die Außenfläche, von der wir ein Minimum suchen, ausgedrückt mit zwei Variablen. Wir möchten diese Außenfläche aber mit einer Variable ausdrücken, also werden wir versuchen, diese Höhe h mit der Variable x auszudrücken. Und das ist leicht machbar, weil das Volumen ja angegeben wird. Diese angegebene Zahl v ist ja Px² mal h. So berechnet man den Rauminhalt von dem Zylinder. Es ist die Basisfläche Px² mal die Höhe h. Und daraus können wir schließen, dass die Höhe h gleich ist zu angegebenem Volumen v geteilt durch Px². Also in diesem algebraischen Ausdruck der Außenfläche können wir h durch diesen Bruch ersetzen und finden somit die Außenfläche ausgedrückt mit der einzigen Variable x. Und da wir von dieser Außenfläche ein Minimum suchen, werden wir diese Außenfläche ableiten und von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. Die Ableitung dieser Summe, das ist die Summe der einzelnen Ableitungen, und die Ableitung von 1 auf x, das ist minus 1 auf x². Daher sofort diese Ableitung. Wir werden diese Ableitung aber zuerst faktorisieren, um davon eine Zeichentabelle erstellen zu können. Also machen wir diese zwei Brüche sofort gleichnamig und von diesem Bruch werden wir jetzt die Zeichentabelle erstellen. Die zwei Nullstellen sind einmal die Null und einmal die Kubikwurzel von v geteilt durch 2pi, also so. Diese Differenz wird 0 bei dieser Kubikwurzel. Links von dieser Kubikwurzel haben wir die 0 und wenn wir x durch 0 ersetzen, sehen wir, dass diese Differenz streng negativ wird. Also links von der Kubikwurzel überall streng negativ. Jetzt rechts von der Kubikwurzel, wenn wir x hier durch eine Zahl ersetzen, die größer ist als diese Kubikwurzel, werden wir das Zeichen herausfinden. Wenn wir zum Beispiel hier x ersetzen durch den doppelten Wert von dieser Kubikwurzel, der doppelte Wert ist ja größer als die Kubikwurzel selbst, so werden wir hier eine streng positive Zahl herausfinden und daher kennen wir diese Zeichen von dieser Differenz. Bei x² geht schneller, das ist 0 bei 0,
Ansonsten überall streng positiv, weil es ja ein Quadrat ist. Und somit können wir sofort die Zeichenzeile für A' erstellen. Hier waren wir vorsichtig und haben den Bruchstrich, diesen Bruchstrich, rot eingezeichnet. Warum? Sobald unterhalb vom Bruchstrich eine Null erscheint, setzen wir hier einen Schrägstrich, weil man ja durch Null nicht teilen kann. So erhalten wir sofort diese Zeichenzeile für die Ableitung der Außenfläche, ausgedrückt mit der Variablen x. Die Null wurde hier abgetrennt. Warum? Weil, wenn wir als Radius 0 nehmen, dann haben wir gar keine Konservendose, dann haben wir nur einen Strich. Und streng negative Radien ergeben keinen Sinn. Also, dieser Bereich ergibt für unseren Radius x keinen Sinn, deshalb setzen wir hier einen Schrägstrich hin. Da, wo die Ableitung streng negativ ist, da fällt die Funktion, hier also Pfeil nach unten. Da, wo die Ableitung streng positiv ist, da steigt die Funktion, also hier Pfeil nach oben. Zusätzlich ist die Ableitung bei dieser Kubikwurzel gleich 0. Also gibt es hier eine horizontale Tangente zum Graph von a. Woraus wir also schließen können, dass diese Funktion a bei dieser Kubikwurzel ein Minimum erreicht. Somit haben wir also herausgefunden, dass die Außenfläche von dem Zylinder minimal wird, dann, wenn wir als Radius x diese Kubikwurzel nehmen. Also wissen wir, wie der Radius zu wählen ist. Und was ist mit der Höhe? Die Verbindung zwischen der Höhe h und dem Radius x steht hier. Um also die entsprechende Höhe herauszufinden, reicht es in diesem Bruch, das x durch diese Kubikwurzel zu ersetzen. Und so werden wir auch die Höhe h herausfinden. Also machen wir das. Wir ersetzen hier drin x durch diese Kubikwurzel. Dann ergibt dieser Bruch diesen Bruch hier und der vereinfacht sich noch sehr in diese Form. Und wir stellen fest, dass die Höhe h genau das Doppelte von dieser Kubikwurzel ist. Aber genau diese Kubikwurzel entspricht dem Radius x. Was haben wir somit herausgefunden? Die Außenfläche von diesem Zylinder ist genau dann minimal, wenn die Höhe h genau das Doppelte vom Radius x ist. Was also bedeutet, dass die Außenfläche minimal wird, dann und genau dann, wenn die Höhe von dem Zylinder genau dem Durchmesser entspricht. Ich werde jetzt versuchen, das auch so hier einzustellen. Wir werden den Radius etwas vergrößern, ungefähr so. Hier sehen wir ungefähr, der Durchmesser von der Dose entspricht der Höhe von der Dose. Und genau bei dieser Form ist die Außenfläche vom Zylinder minimal. Und die Aufgabe ist somit beendet.